Und was predigt unsere Kleidung? Und was predigt deine Bekleidung? Sei es deine äußere, sei es deine innere Kleidung, also die Kleidung deines Herzens. Was ist in dir? Heiligung oder Unreinheit? Wer kann es wissen? Aber der Prüfer weiß es. Der Prüfer, der Heilige Geist, weiß, was in unseren Gedanken ist. Bevor wir uns ausdrücken, weiß er, was wir in 3 Monaten sagen werden. Seid vorsichtig. Vater, mein Gott, deine Hand ist immer ausgestreckt. In deiner Hand ist immer Macht, Herr, mein Gott. Deine Hand ist nie zu kurz, Herr, mein Gott. Wir heben unsere Hände zu dir, unsere geheiligten Hände, gemäß deines Wortes und sagen, du bist heilig. Wir geben uns, Herr, mein Gott, in deine süße, heilige Gegenwart und sagen, würdig. Würdig, würdig ist das Lamm Gottes, alle Ehre zu empfangen. Wir sagen, würdig ist der Vater Gott, die ganze Ehre zu empfangen. Würdig ist der Heilige Geist Gott, der sich bewegte und schwebte über den Wassern. Jetzt ist der Himmel und die Erde in seiner Hand, dem Heiligen Geist mit dem Vater und dem Sohn zusammen. Alle Ehre, Ruhm und Dank. Halleluja. Singt, deine Hand ist ausgerichtet, o Herr, mein Gott. Ehre sei dir, Herr, mein Gott, für deine süße, heilige, geehrte Gegenwart. Herr, mein Gott, du bist der Sinn unseres Lebens. Wir haben keinen anderen Sinn. Du bist der, der unser Leben mit einem Sinn erfüllt hat, Herr. Ohne dich ist das Leben eine Sackgasse, ein sinnloser Zeitvertreib. Aber mit dir zusammen, Herr, dadurch, dass wir dich in unserem Herzen haben, und unser Leben in deine Hände übergeben haben, ist unser Leben mit Sinn und Werten erfüllt worden. Ehre sei dir, Herr, dass du in unser Leben hineingekommen bist, dass du unsere Werte geändert hast. Wir lebten mit anderen Werten. Für uns hatte der Himmel keinen Wert, sondern die Erde, das Greifbare, das Fleischliche. Aber jetzt, Herr, können wir sagen, als du deine Hand zu uns ausgestreckt hattest, deine starke Hand, die Mächtige hattest du uns ausgestreckt und wir haben diese Hand angenommen und wir haben dich angenommen, Herr. Du bist der Sinn unseres Lebens. Halleluja. Heute habe ich ein wunderbares Thema, welches reichhaltig, aber auch diskussionsreich ist. Wenn ich jetzt meine letzten ca. 10 Predigten zusammenfasse, die Predigten, welche der Herr in mein Herz gelegt hat, könnte man jede von ihnen einen Schritt hin zur Heiligung nennen. Sag es mit mir, einen Schritt zur Heiligung. Es ist kein einziger Schritt. Wenn du in Gottes Haus jede Botschaft hörst, das bringt dich weiter, heiligt dich und bringt dich näher zu unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.
Also die heutige Predigt, die heutige Botschaft bringt dich einen Schritt näher zur Heiligung. Vielleicht sagst du, Bruder, ein Schritt ist mir zu wenig, dann geh 10 Schritte. Ich habe kein Problem damit, geh 5 Schritte weiter, 15 Schritte, aber geh. Der Herr bietet es uns an, weiterzugehen. Der Herr gibt uns seine Botschaft, aber es ist von dir abhängig, wie du es annimmst. Ein Schritt zur Heiligung oder blockierst du dich? Wenn du dich blockierst, kannst du es nicht annehmen. Deswegen steht im Wort des Herrn etwas Wunderbares geschrieben. Verstockt eure Herzen nicht, vor allem mit dem heutigen Thema und auch allgemein, verstockt eure Herzen nicht. Versucht euch zu öffnen, euch zu demütigen und Gottes Geist zu fragen, Herr, wo habe ich Fehler, damit ich es prüfe und mich korrigiere, seid ihr damit einverstanden oder nicht? Ich werde heute über einen sehr berühmten Prediger reden. Er ist ein sehr ernsthafter Prediger, der euch allen nahe steht. Er steht euch allen nahe. Es gibt keinen auf der Welt, der mit diesem Prediger nicht nahe steht. Ihr seid jeden gottgeschenkten Tag mit diesem Prediger im Kontakt. Ich fange etwas geheimnisvoll an. Mit dem Prediger seid ihr jeden Tag im Kontakt. Es sei bei euch zu Hause oder draußen, überall, jederzeit. Ihr wirkt mit ihm. Er, dieser Prediger, redet manchmal leise, manchmal sanft, manchmal lauter und manchmal schreit er fast. Ich bin mir sicher, dass keiner verstanden hat, worum es geht. Er wirkt auf verschiedene Art und Weise. Dieser Prediger heißt Bekleidung. Eure Kleidung. Ich werde heute über Kleidung reden. Diese sind Prediger. Kleidung ist ein Prediger. Wiederhole es mal, sag. Die Kleidung ist ein Prediger, mit der ich jeden Tag zu tun habe. Jeden Tag redet und predigt die Kleidung. Einen Tag sanft, einen Tag schreit sie laut, einen Tag flüstert sie. Kann sein, dass diese Kleidung, welche jeden Tag predigt, einen Tag vielleicht still ist. Wann ist sie still? Wisst ihr das? Wenn man nackt ist. Sie ist auf die Seite gelegt, dann ist die Kleidung, welche immer predigt, still. Ich habe einmal über Nacktheit gesprochen. Heute spreche ich über Kleidung. Lasst uns damit einverstanden sein, dass die Kleidung wirklich predigt. Bist du damit einverstanden? Das heutige Wort lautet, was predigt deine Kleidung? Was predigt deine Kleidung? Wenn ihr halbnackte Leute seht, was predigen diese? Ich bin mir sicher, dass dieser Mensch predigt, dass er sich am Strand befindet oder im Schwimmbad und nicht einfach halbnackt vor dem eigenen Spiegel und in Facebook. Wenn man halbnackt ist, dann ist es meistens so, dass derjenige sich am Strand befindet. Dort ist es normal. Aber wenn du dich in deiner Wohnung unpassend anziehst, eben nicht ganz angezogen bist, das ist schon fraglich. Das ist auch fraglich. Predigt diese Kleidung oder nicht? Wird es gehört oder nicht? Das heißt, ist er nackt oder nicht nackt? Und so fotografierst du dich selbst halb nackt vor dem Spiegel und stellst das Bild in die Öffentlichkeit, also in Facebook, Instagram und so weiter. Warum brauchst du das? Heute werden wir es erfahren. Was denkt ihr? Hat der Herr ein Wort darüber oder nicht? Ihr Lieben, seid aufmerksam. Über dieses Thema gibt es so viele Meinungsverschiedenheiten. Deshalb sage ich es schon jetzt. Lasst uns miteinander liebevoll umgehen. Am Ende schlagt mich bitte nicht, okay? Das ist sehr wichtig. Sagt es mit mir, die Lösung hierfür ist Gottes Wort. Sagt, die Lösung dafür ist nicht meine Meinung, sondern das Wort Gottes. Und lasst uns miteinander nachsichtig sein, damit wenn das heutige Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, aus der Bibel, sagt aus der Bibel, auch wenn es dich kränkt, seid nicht gekränkt, das ist gut für dich. Seid ihr damit einverstanden oder nicht? Das ist sehr wichtig. Also wir wissen, dass alle Predigten etwas bewirken können, unbedingt. Jede Predigt hat sein Ergebnis. Jede Predigt ist wie ein Sämann. Sät Samen. Jede Predigt kann entweder ein gutes Ergebnis oder ein böses Ergebnis haben.
Ich rede nicht über Predigten, welche erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Es gibt auch Predigten, welche mit Satans Geist erfüllt sind. Es gibt auch Predigten, Botschaften über Politik sind. Es gibt auch listige Predigten, welche eine Gehirnwäsche machen wollen. Im negativen Sinne. Das heißt, sie verschmutzen den Menschen. Für mich ist eine Gehirnwäsche immer etwas Gutes. Viele verwenden es im negativen Sinne. Aber für mich ist es etwas Herrliches. Denn als mir über Jesus Christus gepredigt wurde, ich kann es euch jetzt genau sagen, auch die Leute, die jetzt übers Internet zuschauen, brauchen nicht über mich zu lästern. Ja, mein Gehirn wurde gewaschen. Mein Gehirn wurde mit der Bibel gewaschen und ich bin durch die Bibel gereinigt worden. Halleluja! Aber es ist etwas anderes, wenn eine listige Gehirnwäsche gemacht wird. Ich sage es euch gleich, es ist keine Gehirnwäsche, sondern eine Verschmutzung. Man erkennt es am Ergebnis. Der Baum wird an den Früchten erkannt. Amen? Also jede Predigt hat seine Frucht. Jede Predigt. Also lasst uns etwas lesen und beweisen, dass es Predigten gibt, welche sehr schlecht sein können. Es können auch gute Predigten sein, wir sind in so einer guten Predigt und wir wissen, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllte Predigten verkündigen aus dem ältesten Buch, aus einem der ältesten Bücher der Welt, wenn nicht aus dem ältesten Buch der Welt. Es kann sein, dass es ein Buch gibt, das älter ist, aber das ist das Buch der Bücher. Es ist das älteste, meistverkaufte, meistbedruckte, meistbenötigte, am häufigsten übersetzte Buch auf der Welt. Es ist das meistbenötigte Buch in milliardenfacher Ausfertigung. Sagt Amen. Seid ihr damit einverstanden, dass unsere Bibel ein heiliges Buch ist? 2. Korinther 2, 14 bis 17. 2. Korinther 2, 14 bis 17. Unser Lobpreisteam kann unseren Herrn loben, denn es ist der Vers, den sie ausgesucht haben. Schaut, was hier steht. 2. Korinther 2, 14 bis 17. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt durch den Geruch, den Duft seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart macht. Das heißt, es gibt einen Duft der Erkenntnis Gottes. Je mehr wir Gott erkennen, umso mehr soll dieser Duft, dieser Wohlgeruch von uns ausgehen. Seid ihr damit einverstanden? Die Leute sollen sagen, warum bist du so? Wieso bist du so ein besonderer Mensch? Und du sagst, nein, das ist der Duft des Christus, seiner Erkenntnis, was aus mir kommt. Ich bin nicht anders als du. Der einzige Unterschied ist nur, dass Jesus Christus in mir ist. Das ist sein Duft, der zu dir kommt. Amen. Und schaut, was hier steht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus. Wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus. Unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Unter den beiden sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Wir sind ein Wohlgeruch des Duftes des Christus. Vers 16. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode. Es ist so interessant, ich habe eine Übersetzung gelesen, wo steht, ein Geruch des Todes. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Duft des Lebens zum Leben. Für Tod steht hier Geruch, aber für Leben steht Duft. Weißt du, wir kennen das gut, oder? Zum Beispiel, wenn draußen etwas stinkt, so wie bei uns unsere Straßen hier stinken, sagt man nicht, was ist das für ein Duft, oder? Das sagt man nicht dazu. Man sagt, was ist das für ein Geruch? Oder wenn jemand schlecht riecht, sagt man auch nicht, was ist das für ein duftender Mensch, oder? So sagt man es nicht. Zum Sport sagt man vielleicht, der duftet aber streng. Hier steht, diese Evangelisation, welche wir sind, wir begegnen Menschen mit dem Duft des Christus, für manche zum Leben, für andere zum Tode. Das heißt, die Predigt führt einen zum Tod, den anderen aber zum Leben. Habt ihr das gewusst? Wer kennt Johannes 3, Vers 16? Es ist der schönste Bibelvers, oder? Evangelium. Was bedeutet Evangelium? Frohe Botschaft. Es ist eine frohe Botschaft, oder? Gott hat uns so sehr geliebt, diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, den einzigen Sohn gegeben hat, damit der, der an ihn glaubt, was wird? Gerettet wird. Das ist hier die frohe Botschaft, der Wohlgeruch für den Geretteten. Aber was sagt es in der Fortsetzung? Es entsteht hier eine Frage. Ist es eine frohe oder eine nicht frohe Botschaft? Es steht geschrieben, aber der, der nicht glaubt, ist bereits gerichtet und verloren.
Es ist so, dass du diesen Duft als Bote des Christus durch das Tragen seines Wohlgeruchs in dir und auch dadurch, wenn du es jemanden anbietest, da du diesen wohlriechenden Duft in dir hast, er entweder das Leben annimmt mit seinem Duft oder das Gegenteil. Wenn er es ablehnt, dann geht es zum Geruch des Todes ein. Ist es verständlich? Das heißt, die Evangelisation, die frohe Botschaft ist so, sie führt einen zum Leben und den anderen zum Tod. Der Herr hat seine Hand ausgestreckt. Vorhin hatten wir gesungen, der Herr streckt seine Hand aus. Wer nimmt sie an? Er fragt, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Nun, der Punkt, warum ich darüber spreche. Und wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht wie so viele. Seid aufmerksam, jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Die das Wort Gottes verfälschen. Es gibt Predigten oder Prediger, bei denen du ganz eindeutig siehst und dein Geist applaudiert ihnen auch nicht. Du hörst es und spürst in dir, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Du merkst etwas. Gott hat doch deine Seele geschaffen. Und wenn über deinen Gott, über deinen Schöpfer gepredigt wird, sollte in dir deine Seele tanzen. Auch wenn es um eine Zurechtweisung geht, sollte deine Seele tanzen, denn du merkst, dass es die Wahrheit ist. Ja, kann auch sein, dass du die Wahrheit nicht hören willst, denn es ist dir unangenehm, weil du dein sündiges Leben weiterleben willst. Aber egal, was es ist, in deinem Inneren weißt du es, dass es die Wahrheit ist. Du denkst, ich will aber nicht tun, was sie sagen. Vielleicht fragst du dich, woher weißt du das? Ich kenne es von mir selbst. Als mir Geschwister das Wort erstmals predigten, hatte ich gewusst, dass sie recht haben. Und ich wusste auch, dass ich Unrecht hatte. Aber es hatte mir nicht gepasst. Ich dachte, es wäre nicht zu meinem Vorteil. Und da plötzlich wurde aus mir ein Berechnender. Ich überlegte, das, was der hier sagt, soll ich tun? Das soll ich nicht tun? Das auch nicht? Und das auch nicht? Das aber schon? Und das auch? Und das auch? Nein. Was die Welt liebt, spricht zu dir, weiche von mir, Engel. Einer mit voller Güte, mit vollem Erbarmen, gesendet von Gott wie ein Engel, und wir lehnen es ab und sagen, nein. Oh, Zigaretten, das sind meine Freunde. Wie soll ich damit aufhören? Und diese eine Sache soll ich auch nicht mehr machen? Hat das Leben dann überhaupt noch einen Sinn? Wem ist so etwas schon mal passiert? Als gepredigt worden ist, dachtest du, dass du von allem beraubt worden bist. Ich schäme mich. Nur ich? Leute, ihr seid so heilig. Jeden Sonntag schäme ich mich für euch. Jeden Sonntag. Ist es nie passiert, dass jemand euch gepredigt hat und ihr dabei bemerkt habt, dass ihr von eurem Leben etwas ablegen solltet, was in eurem Leben euch wertvoll erschien? Bin ich der Einzige? Hebt eure Hände hoch. Jetzt werde ich langsam sauer. Wenn ich jetzt meinen Ton ändere, dann werde ich alle Hände sehen. Wir wissen sehr gut, dass irgendetwas weg muss. Und wer kann mutig die Hand heben, der verstanden hat, dass zwar Verluste kommen werden, dass er dies und das nicht mehr machen sollte, aber er hat es verstanden und sich dabei gedacht, wie konnte ich damals nicht verstehen, dass das hier das Hauptvergnügen ist? Halleluja, wer kann seine Hand dazu heben? O Ehre sei dir, Jesus. Es steht geschrieben, die das Wort Gottes verfälschen. Kann sein, dass sie etwas weglassen. Doch es ist nicht zu ihrem Vorteil. Das war früher so, sagen sie. Seid aufmerksam. Die Predigten oder der Prediger, es ist das Gleiche, welche bezüglich einiger Stellen aus Gottes Wort behaupten, das war früher so. Das ist nur mit den Aposteln so gewesen. Das ist für sie, das betrifft uns nicht. Das ist nicht für uns. Wenn ihr solche Predigen seht, sofort kannst du sagen, ich wünsche dir alles Gute. Zum Beispiel, der Heilige Geist ist auf die Apostel gekommen. Den Heiligen Geist bekamen damals nur die Apostel. Die Apostel haben in Sprachen gesprochen. Das war nur früher so. Zeichen und Wunder, das gab es damals nur mit Jesus. So etwas gibt es jetzt nicht mehr. Sprich, ich glaube, Mose 1 bis Offenbarung. Ich nehme Gottes Wort als ein heiliges Wort an. Aufrichtig. Unverfälscht. Rein. Halleluja. Du sagst es. So ist Gottes Wort. Man soll es nicht verbiegen.
Wenn ihr so macht, wird es nicht gut sein. Es steht hier, denn wir sind nicht so wie viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit, aus Klarheit, aus Aufrichtigkeit von Gott aus reden wir. Amen? Von Gott aus reden wir, vor dem Angesicht Gottes in Christus. Das was? In Aufrichtigkeit. Das, was er spricht, sollen wir glauben. Ich habe meine Gemeinde vertraut, als die Pastoren sagten, und nicht nur einer, sondern einige, geh und lies die Bibel. Lies das, was schwarz auf weiß geschrieben steht. Vielleicht machen wir Fehler. Geh und prüf es. Wenn wir Fragen habt, stellt sie, diskutiert sogar, aber lies die Bibel. Aber diejenigen, die das nicht befürworten, dass du die Bibel selbst liest, ja, warum willst du sie lesen? Du brauchst das nicht. Das sind Geheimnisse geschrieben. Von deinen Fragen bekomme ich dann nur Kopfschmerzen. Aber von denjenigen, welche das Wort fälschen, das Wort ändern, damit es ihnen passt, flieh. Die, die sagen, nein, 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 das ist nicht so, das gibt es nicht und dies gibt es auch nicht, sag ihnen, doch, das gibt es. Es steht schwarz auf weiß geschrieben. Jetzt habe ich wie ein Protestant geklungen. Am Anfang sprechen wir über Kleidung, die uns heiligt. Denn die Kleidung ist auf zwei Arten aufgeteilt. Eine dritte gibt es nicht. Entweder zur Heiligung oder zur Unreinheit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Entweder verfälschen wir unsere Predigten, indem wir lügen, unsere Augen verschließen und sagen, oder wir sprechen die Wahrheit, die uns beschämt, aber danach freuen wir uns. Wer möchte, wenn er die Wahrheit hört, er sich korrigiert und sich dann daran erfreuen kann? Wer will das? Ich bin in der richtigen Gemeinde. Halleluja. Ob ich wollte oder nicht, wollte ich euch das doch predigen. Also wir Christen, die Nachfolger Christi sind berufen, die Menschen zum Leben hin zu predigen. Ein heiliges Leben und nicht ein unreines Leben. Ein Baum erkennt man an seinen Früchten. Deshalb sollen alle unsere Predigten nur und nur Christus predigen. Unser Geistliches soll durch Christus sein. Unser Seelisches soll durch Christus sein. Unser Fleisch, unsere Kleidung soll durch Christus sein. Wie sollen wir es machen, damit die heutige Predigt ausgeglichen, balanciert ist, sodass wir nicht aufeinander losgehen? Denn die Christen, ich sage es aufrichtig, können sich angreifen, wie beim Fechten. Wer kennt diese Sportart? Fechten. Man kämpft dabei mit Schwertern, so. Du nimmst zum Beispiel das Schwert Korinther. Ich nehme das Schwert Kolosser. Und es geht los. Korinther, Kolosser und so. Und die Welt lacht uns aus. Schaut mal die an. Sie wissen selber nicht, an was sie glauben. Sagt, ich glaube an das Wort Gottes, welches schwarz auf weiß geschrieben steht. Sprich, so wie es geschrieben steht. So ist jetzt meine Predigt einfacher geworden. Halleluja. Ich werde nur die Bibel lesen und nicht etwas anderes. Damit wir jetzt in diesem Thema nicht in eine Extreme fallen, deshalb sage ich, dass wir miteinander nachsichtig sein sollen. Wir sind aber nicht die Menschen, die Kompromisse machen. Also seid aufmerksam. Wir predigen die Heiligung. Wir sollten keine Kompromisse machen. Naja, heute ist es nicht so schlimm. Es ist sehr wichtig, dass beim Thema Kleidung die Leute danach miteinander liebevoll umgehen. So, jetzt möchte ich, dass du dich an eine Frau in der Bibel erinnerst, namens Maria Magdalena. Maria wurde erwischt, oder? Bei was? Beim Ehebruch wurde sie erwischt. Vor wem wurde sie gebracht? Vor Jesus Christus. Und ihn haben sie versucht und gesagt, im Gesetz steht geschrieben, so ein Mensch muss gesteinigt werden. Was hat Jesus gemacht? Er sagte, wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Auch wenn du eine Person siehst, die ein Problem mit der Kleidung hat, dann nimm den Stein nicht gleich in deine Hand. Es ist möglich, dass deine Gedanken unreiner sind als derjenige, der diese Kleidung trägt. Kann sein, dass die gläubig ist. Sie weiß aber nicht, was sie bewirkt. Wir sollten also nachsichtig miteinander sein und nach der Predigt nicht gleich Steine in die Hand nehmen. Nicht, dass nach dem Gottesdienst alle Augen anfangen zu prüfen, wer wie angezogen ist. Ich sehe von hier besser als ihr alle, wie ihr bekleidet seid. Aber in meiner Hand ist kein Stein, sondern Gottes Wort. Nun, was sagt Jesus zu Maria? Er sagte, geh und sündige nicht mehr. Und wir sehen daraufhin, ist sie Gottes Dienerin geworden. Ihr Lieben,
Eine Ehebrecherin, eine Hure, ist Gottes Dienerin geworden. Nur mit einem Wort, geh, so verurteile ich dich auch nicht. Verurteilt einander nicht, denn wie ihr richtet, so werdet auch ihr gerichtet werden. Ich sage es mit Bedauern, es gibt Brüder in den Gemeinden, die interessiert das Gottes Wort nicht mehr. Sie nehmen die Bibel, um über andere zu lästern, diese so, jene so. Kürzlich haben Brüder mir berichtet, dass sogar namentlich, das heißt, so sehr ist man entfernt von Christus, dass sogar ihre Predigten in Lästerungen, Verleumdung und in Anklage verdreht werden. Ein Ankläger haben wir bereits, das reicht doch. Sag, ein Ankläger ist genug. Der Ankläger der Brüder heißt Satan. Sollten wir uns wirklich mit ihm vereinigen und anklagen? Der hat dies gesagt und der das. Wir haben genug mit uns zu tun. Ihr Lieben, ich, der Prediger zu diesem Thema, werde euch hierzu ein persönliches Zeugnis erzählen. Das letzte Mal habe ich euch über meine Armeezeit erzählt. Nach der Armeezeit hatte ich eine Frau gesehen. Nach einer langen Zeit in der Armee sieht man die Dinge anders. Etwas Unscheinbares springt einem ins Auge. Als ich vor der Tür stand, habe ich eine Frau gesehen. Ich weiß nicht, ob sie bekleidet war oder nicht. Das sage ich ehrlich. Ich habe es nicht erkannt. So habe ich gemacht und gesehen, dass, nein, irgendwas hat sie doch an. Habe meine Augen gerieben und geschaut. Ich dachte in mir, Gott behüte, dass diese Frau in unsere Gemeinde geht, die schmeiße ich eigenhändig raus. Also damals kannte ich bereits Gott, habe in dieser Zeit schon sehr viel in der Bibel gelesen und gedient. Aber ich war äußerst extrem. Ich dachte mir, die hier wird nicht in unsere Gemeinde reinkommen. Ich werde in der Tür stehen und es nicht zulassen. Sie ist in die Gemeinde reingegangen. In mir ist ein Aufstand entbrannt. Gegenüber wem? Zur Gemeinde und zum Pastor. Sieht unser Pastor nicht, wie diese Leute sich anziehen? Kann er nicht wenigstens eine Anordnung für Kleiderordnung an die Tür hinhängen, so wie es in anderen Kirchen ist? Kann er nicht schwarz auf weiß schreiben? Das ist eine Kirche, ein heiliger Ort. Zieht euch anständig an. Das alles hat angefangen, in mir zu kochen. Ich habe mit den Zähnen geknirscht und mich aufgeregt wegen dieser Frau. Wie konntest du so in unsere Gemeinde kommen? Wer bist du denn überhaupt, dass du in unsere Gemeinde reingekommen bist? Du hast unsere Gemeinde zerstört, hast sie verunreinigt. Am nächsten Tag, wir hatten Bibelunterricht, der Pastor hat uns unterrichtet. Ich hatte mit niemandem darüber geredet, nicht mal mit meinen engsten Freunden, dass ich mich aufgeregt hatte, dass ich zornig war. Aber Pastor Arthur stand ganz entspannt auf, ruhig, ganz ruhig und sagte, ganz gemütlich, nicht so fanatisch, sondern sehr ruhig, viele von euch können sich beispielsweise über uns ärgern. Als er sagte, sich ärgern, dachte ich, oh, das bin ich. Zum Beispiel sich bezüglich der Kleidung ärgern, sagte er. Warum wir keine Kleiderordnung haben? Das darf man nicht in der Kirche anziehen oder das nicht und so weiter. Als ob er meine Gedanken gelesen hatte. Ich wollte fast mein Handy prüfen, ob hier vielleicht alles aufgenommen worden ist, aber ich hatte damals kein Handy zum Aufnehmen. Es war ein sehr altes Telefon ohne Aufnahmefunktion. Er sagte, ihr Lieben, ich sage es euch, damit ihr beruhigt seid, wir machen solche Sachen nicht, das geht uns nichts an. Wir predigen Gottes Wort, wir waschen die Herzen der Menschen. Wenn die Menschen falsch denken und sich falsch anziehen, wir waschen ihre Augen mit Gottes Wort, dann werden ihre Augen geöffnet und sie werden sehen, dass sie nackt sind und gehen hin, um sich anzuziehen. Ihr dürft hier klatschen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe 5-mal Buße getan. Ich dachte, oh mein Gott, was für eine Weisheit. Dann hat er erklärt und sagte, wenn wir es so machen würden, dass es erlaubt und dass es verboten, dann würde keiner in die Gemeinde kommen. Stellt euch vor, dass wir hier irgendwelche Kriterien, Verbote aufstellen. Der Zutritt für solche Menschen ist untersagt. Wer würde da noch kommen? Zum Beispiel, Glatzköpfe sind verboten. Sehr behaarte sind verboten. Kurze Ärmel sind verboten. Kurze Hosen sind verboten. Ein Schnurrbart ist verboten. Der Schnurrbart muss mindestens 15 cm lang sein. Wenn jemand reinkommt, der Ordnerdienst misst erstmal den Schnurrbart nach, dann sitzen alle Schnurrbärtigen hier und ich mit meinem 15 cm langen Schnurrbart predige. Wer würde dadurch gerettet sein?
Jesus sagte, ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern ich bin für die Kranken gekommen. Das heißt, die Tür der Gemeinde steht für alle offen. Sag für alle. Sag für 15 cm lange Schnurrbärtige. Für 30 cm lange, für Glatzköpfe, für Haarige, für Behaarte, für Haarlose. Die Kirche ist für alle. Willkommen, ihr seid alle richtig hier. Wenn es etwas Falsches gibt, Gott reinigt dich und du gehst und korrigierst dich. Sag Amen. Eine Verwandte von mir fragte mich einmal Folgendes. Wie ist es in eurer Gemeinde? Tragen Frauen einen Lippenstift? Schminken sie sich? Ich sagte, ja, das machen sie. Diese eine Aussage von mir hat ihr Leben bis heute verändert. Als ich sagte, ja, das machen sie, sie erzählte mir später, dass sie in sich vorhatte, vorbeizukommen, um zu prüfen, ob ich die Wahrheit sagte. Denn es gibt Gemeinden, wo man sich nicht schminken darf, nicht mal Lippenstift, überhaupt nicht. Man darf auch nicht die Haare färben. Welche Farbe es hat, so soll es auch bleiben. Es gibt solche Gemeinden. Ich sagte aber, ja, Schwester, kannst du machen. Sie kam dann in die Gemeinde und sagte, dass sie in der Gemeinde bleiben wird. Und jetzt ist sie in der Gemeinde die Assistentin vom Pastor. Ehre sei Jesus. Sie ist die Assistentin vom Pastor. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte ihr damals gesagt, nein, 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 den Lippenstift kannst du gleich aus dem vierten Stock runterschmeißen, um in die Gemeinde zu kommen. Sie hätte gesagt, ich werde dich gleich aus dem vierten Stock schmeißen und auf keinen Fall in deine Kirche kommen. Das heißt, am Anfang können sie dagegen sein, aber dann werden ihre Herzen gereinigt und sie werden es erkennen, dass sie nackt sind, so wie Adam und Eva es erkannt haben, dass sie nackt waren. Aber das im negativen Sinne. Sie erkannten, dass sie nackt waren und haben sich aus Feigenblättern Kleidung gemacht. Hier auch, wenn Menschen erkennen, dass sie nackt sind, gehen sie hin und ziehen sich die Heiligungskleidung an. Und keine Feigenblätter. Also wir reinigen die Gedanken mit Gottes Wort, dann reinigen sie ihr Äußeres. Lasst uns einen kleinen Untertitel beschreiben. Kleidung der Unzüchtigen. Bedeckung oder Gestalt. Diese drei Wörter stehen in der Bibel. In Sprüche 7, Verse 10 bis 11 steht darüber, es wird in den Sprüchen 7, 10 bis 11 gesagt, die Sprüche bringen Gleichnisse, damit Menschen nicht unzüchtig werden. Jetzt schauen wir, wie die Kleidung der Unzüchtigen in den Sprüchen beschrieben ist. Kapitel 7, 10 bis 11. Siehe, da lief ihm eine Frau entgegen. Gott redet. Wusstet ihr, dass Gott in der Bibel selbst spricht oder nicht? Jetzt wisst ihr es. Siehe, da lief ihm eine Frau entgegen in Hurenkleidung. In einer anderen Übersetzung steht in Hurengestalt. In der anderen Übersetzung heißt es Hurenbedeckung. Und mit arglistigem Herzen. Hurenbedeckung. Seid ihr aufmerksam? Es wird hier erläutert, dass sie mit etwas bedeckt ist, welches Hurenbedeckung genannt wird. Und mit arglistigem Herzen. Sie ist unbändig und zügellos. Das heißt, sie hat keine Zügel. Sie war zügellos oder laut. Ihre Füße konnten nicht zu Hause bleiben. Schaut, welch ein Geist es ist. Sie hat eine Hurenbedeckung auf sich. Sie hat eine Huren-Nichtsalbung auf sich. Sie hat etwas Anziehendes. Dazu zieht sie auch noch mit ihrer unsittlichen Bekleidung die Aufmerksamkeit aller Menschen auf sich. Für eine kurze Zeit. Aber wenn sie eine innere Schönheit hätte, zum Beispiel sie zeigt ihre scheinbare körperliche Schönheit, seid ihr damit einverstanden, dass es eine körperliche Schönheit gibt? Sie hat ihre körperliche Schönheit zur Schau gestellt, damit sie sich zeigt. Aber es gibt eine innere Schönheit. Kann sein, dass man diese innere Schönheit nicht gleich erkennt. Aber wenn man sein Leben mit derjenigen verbringt, weiß man, wie schön sie ist. Aber die körperliche Schönheit vergeht. Sie ist vorbeigegangen, hat verführt und ist vergangen. Ihre Kleidung ist laut, schreit, ruft und zieht die Aufmerksamkeit auf sich und führt die Menschen dann in die Sünde hinein. Es gibt einen Begriff in der Bibel. Es heißt eine andere Frau. Es steht in Sprüche 23, Vers 33. So werden deine Augen nach anderen Frauen sehen. Das hier, nachdem man sich betrunken hat, nachdem man Alkohol getrunken hat, und dein Herz wird verkehrte Dinge reden. Wer ist in der Bibel eine Fremde, eine andere Frau? Was bedeutet das? Es gibt
viele hunderte Worte darüber. Eine fremde Frau ist eine Person, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Menschen bemerken ganz schnell eine solche Frau. Sie fällt sofort auf. Sie kommt in einen Ort hinein, sofort fällt sie auf und ihr Ziel ist es, auffallend zu sein. Sie hat sich so angezogen, damit sie auffällt. Und sie ist laut, ihre Kleidung und ihr Blick ist laut. Liebe Männer, hütet euch vor solchen Frauen. Wenn sie deine Aufmerksamkeit erregt hat, hat sie davor auch die Aufmerksamkeit von einem anderen auf sich gezogen. Sie zieht immer Aufmerksamkeit auf sich. Wenn sie deine Aufmerksamkeit erregt hat, kannst du dir sicher sein, dass du nicht der Erste bist. Denk immer daran, das ist ein Gesetz. 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 3. Wir geben niemanden irgendein Ärgernis, auf das unser Amt, sag Amt, später wirst du verstehen, was für ein Amt es ist, dass unser Amt nicht verlästert werde oder nicht in Verruf gerät. Liebe Christen, was habe ich als letztes gesagt? Wisst ihr, Christ zu sein, Christentum, das ist ein Amt. Christ zu sein, das ist ein Amt. Sagt, ich habe ein Amt. Weißt du, was du für ein Amt hast? Und eine Verantwortung. Aber du hast eine Berufung. Erklär mal, was es bedeutet, Christ zu sein. Nein, ich meine, was es heißt. Dass es ein Amt ist, wissen wir schon. Ein Nachfolger Christus. Okay. Was denkst du, wenn dich eine halbnackte Frau direkt anspricht, die Lippen aufgespritzt, die Augen übertrieben geschminkt, total unnatürlich, kommt und sagt, dass sie Christ ist, sodass man sich nur wundern kann. Sie sagt, ich bin Christ. In diesem Beispiel, wenn du sie anschaust. Glaubst du wirklich, dass sie Christ ist? Sie meint, ich bin ein Schüler von Christus, ja. Stellt es euch bitte mal vor. Seid ihr mit mir? Wer kann ein kleines Amen dazu sagen, damit ich weiß, dass jemand hier mit mir ist? Oh, Ehre sei dir Herr. Wir geben niemand ein Ärgernis, auf das unser Amt nicht verlästert werde, nicht in Verruf gerät, nicht unrein wird, damit nicht gesagt wird, sind das die Christen? Ihr Lieben, leider gibt es auch Andersgläubige hier bei uns. Als ich das erste Mal in Damaskus studiert hatte, dort gab es einen Mann, der sich Christ nannte. Ich weiß heute noch seinen Namen. Denn es gibt welche, die anderen Religionen folgen, es gibt aber auch welche, die einer christlichen Religion folgen. Er sagte zu mir, weißt du, die anderen sind nicht besonders reine Menschen. Ich sagte, warum denkst du das so? Mensch ist Mensch. Ich war damals noch nicht gläubig, auch nicht Christ. Ich weiß nicht, was ich war, ein Heide war ich. Ich sagte, warum denkst du so? Da sagte er etwas zu mir, das habe ich bis heute nicht vergessen. Er sagte, schau, die Leute, die in den anderen arabischen Ländern leben, alle träumen davon, nach Libanon zu gehen. Ich fragte, warum das? Er war ein christlicher Araber. Da sagte er zu mir, es ist sehr bedauernswert, denn alle haben Verlangen nach den christlichen Frauen, weil sie denken, dass die christlichen Frauen unzüchtig sind. Ich fragte, warum das denn? Er sagte, wegen der Bekleidung, weil die anderen sich verschlossen anziehen, die christlichen Frauen aber nicht. Sie denken, dass die frei sind, machen, was sie wollen. Sogar gibt es falsch bekehrte Menschen. Sie bekehren sich falsch, scheinbar bekehrte, damit sie die Christen, Christen oder Nichtchristen, zu sich ziehen. Denn mit ihrem Benehmen und Verhalten, mit ihrer Bekleidung repräsentieren sie Jesus Christus eben nicht. Letztens, vor circa einem Jahr, habe ich eine kleine Diskussion mit einem Freund von einem wunderbaren Bruder von uns gehabt. Wir mussten zur armenischen Botschaft gehen. Ich sagte zu ihm, Bruder, wenn wir zur armenischen Botschaft gehen, zieh bitte keine kurze Hose an. Du wirst dort nicht empfangen. Denn es ist in Armenien nicht üblich, dass man mit Latschen, mit kurzer Hose, mit sommerlicher Bekleidung, welche in Libanon üblich und akzeptiert ist, in die Botschaft hineingeht.
Es gibt dort sogar einen Aussagen, dadurch beleidigt man die Republik von Armenien. Man beleidigt nicht die Botschaft, sondern die ganze Republik Armenien. Denn man hat es nicht respektiert und hat sich nicht anständig angezogen. Der Bruder ist hin und danach sagte er zu mir, ja, du hattest recht. Aber bei uns ist es nicht so. Wenn ihr seht, dass so etwas sogar in den Botschaften gibt, was denkt ihr, wird es so etwas nicht auch im Wort Gottes geben? Gibt es nichts über die Bekleidung der Christen? Du denkst, ja, Bruder, mach endlich weiter, damit wir wissen, wie wir uns anziehen sollen. Wir sitzen auf den Stühlen und zittern. Sollen wir uns anziehen oder nicht anziehen? Doch, wir sollen uns anziehen. Also, ihr Lieben, wir sollten den anderen keinen Anstoß geben. Seid aufmerksam. Es gibt etwas in der Bibel, was Jesus mit eigenen Worten sagte. Sag mal, Jesus mit seinem eigenen Mund. Er sagte, wehe dem, durch welchen Anstöße kommen. Da ist die Frage schon beantwortet. Wehe dem, der diesen Kleinen einen Anstoß gibt. Wehe dem, der einen Anstoß gibt, es wäre für ihn besser, wenn er einen großen Mühlstein, wisst ihr, wie schwer ein Mühlstein ist? Unnormal schwer, womit man das Getreide zermalt und daraus Mehl gewinnt. Er sagt, diesen Mühlstein soll um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen werden, damit er im Wasser ertrinkt. Jesus Christus ist der, der hier spricht. Leute, seid ihr noch Christen? Seid ihr noch Christen? Jesus sagte, wehe dem, der einen Anstoß gibt. Deshalb steht es hier geschrieben, wir sollten niemanden einen Anstoß geben. 5. Mose 22, Vers 5. 5. Mose 22, Vers 5. Also wir geben keinen Anstoß. Eine Frau, 5. Mose 22, Vers 5, fragt mich, Bruder, liest du aus der Bibel? Fragt mich. Ja, ich lese aus der Bibel. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben. Soll keine Männerkleidung tragen. Und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Jetzt ist die Frage, was ist diese Männerbekleidung und was ist Frauenkleidung? Bisschen später steht darüber auch geschrieben, sag mal, der Schmuck der Frau. Wer ist geschmückt gekommen? Die Frauen sollen sich melden. Seid ihr geschmückt? Man sieht, dass ihr geschmückt seid. Der Schmuck der Frau nach der Bibel ist? Wer hat die Frau geschaffen? Okay. 1. Timotheus 2, 8 bis 10. Das hier ist die Überschrift der Frau. 1. Timotheus 2, 8 bis 10. Wenn du die Bibel nicht schnell öffnen kannst, ist das nicht gut. Schaut, was er sagt. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Alle Männer, lasst es uns tun, dieses Bild, damit Gott sieht, dass wir das tun, was er will. Hebt eure Hände hoch. Er sagt, alle Männer werden heilige Hände aufheben und Gott ehren, ohne Zorn und Zweifel, ohne verzweifelte Gedanken. Nun, Vers 9. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung, sag mal, schicklicher Kleidung, sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit. Nicht mit Haarflechten und goldenen Perlen und kostbarem Gewand, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Ich sage jetzt nicht bezüglich dieser Worte, dass die Frau sich nicht schmücken soll, aber es steht ja geschrieben, nicht das hier ist ihr Schmuck. Wenn du dich schön angezogen hast, einen Ring getragen hast, Gott ist nicht dagegen. Im Gegenteil. Als Isaak heiraten wollte, trug sie sogar auch einen Ohrring. Wir lesen diese Sachen, aber es steht hier, dass der Hauptschmuck nicht das ist. Sag, mein Hauptschmuck ist nicht das. Sagt es, Frauen, mein Hauptschmuck ist nicht das. Hast du gesehen, was dein Hauptschmuck ist? Dein Hauptschmuck, die schickliche Kleidung, Anstand, Besonnenheit und die guten Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Und alle Frauen sollen sagen, und die Männer für die Frauen sollen sagen,
Halleluja. 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 3 bis 5. Es geht wieder um den Schmuck der Frau. 1. Petrus, Kapitel 3, 3 bis 5. 1. Petrus 3, 3 bis 5. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein mit Haarflechten, goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern. Schaut, Petrus und auch der Paulus sprechen fast das Gleiche, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes. Sag mal, Sanftheit, das soll dein Schmuck sein, o du Frau. Unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Vor Gott ist es sehr kostbar. Und alle unsere kostbaren Schwestern sagen Amen. Schaut, danach sagt er, denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Sagt, der Schmuck der Frau ist, ihren Männern sich unterzuordnen. Oh. Für Frauen ist es ein wunderbarer Schmuck, sich ihren Männern unterzuordnen. Und alle Frauen mit ihren Männern gemeinsam sollen sagen Amen. Kolosser 3, Verse 5. Mein Bruder, du kannst schon kommen und spielen. Also in Kolosser 3 bis 5 steht, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, der Götzendienst ist. Wisst ihr, dass das alles Götzendienst ist? Wisst ihr, dass sich absichtlich anzüglich bekleiden, sodass es den anderen Hurerei und Unzucht predigt, ein Götzendienst ist? Das ist ein bedauerlicher Götzendienst. Einmal hatte Pastor Arthur etwas geschrieben. Wohin führt deine Kleidung deinen Gegenüberstehenden? Wohin? Du hast deine Kleidung angezogen. Es ist normal für dich, aber wohin bringt sie deinen Gegenüberstehenden? In die Hölle oder in den Himmel? Zur Sünde oder zur Heiligung? Es steht, bring weg das alles. Das ist ein Götzendienst. Ihr Lieben, seid ihr froh, dass über dieses Thema gesprochen wird? Seid ihr froh, dass ihr euch noch mehr heiligen werdet? Seid ihr froh, dass ihr einen Schritt in die Heiligung gehen werdet? Es ist von dir abhängig. Vielleicht sagst du, Bruder, nicht einen Schritt, sondern 10, 3, 4, 5. Du wirst in die Heiligung gehen. Sag, heilige Kleidung. 2. Mose 28, Vers 41 bis 42. 2. Mose 28, Vers 41 bis 42. Hier fängt es mit den Männern an. Schaut, wie die Kleidung sein sollte. Und du sollst deinen Bruder Aaron damit bekleiden und seine Söhne mit ihm. Und du sollst sie salben und sie weihen und sie heiligen. Aaron ist der Priester, einer von den allerersten Priestern. Nach ihm kamen die Leviten, Priester und alle anderen Heiligen. Dass sie mir den Priesterdienst ausüben. Das sagt er zu den Priestern. Du denkst vielleicht, Bruder, wenn das für den Priester ist, warum predigst du uns das dann? Hör bis zum Schluss zu, am Ende wirst du es wissen. 2. Mose 28, Vers 41 bis 42. Dass sie mir den Priesterdienst ausüben. Gott spricht, mache ihnen leinende Beinkleider, um das Fleisch der Blöße zu bedecken. Beinkleider? Dieses Wort ist vielleicht für viele ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich habe es im Wörterbuch gelesen, gesehen und es bedeutet Hose. Um das Fleisch der Blöße zu bedecken, von den Hüften bis an den Schenkel sollen sie reichen. Von den Hüften bis zum Schenkel soll es bedeckt sein. Das heißt, es kann sein, dass sie es früher sogar bis dahin bedeckt haben, die Männer. Wenn du ältere Bilder gesehen hast, dass früher die Propheten lange Kleider trugen wie ein Gewand. Aber bis hierhin war es geschlossen. Sogar die Männer. Er sagt, sie sollen sich so anziehen. Wir sehen, dass es Gott gebietet, sich so anzuziehen, damit sie ihre Blöße bedecken, denn sie sollen ein Priestertum ausüben.
Dann im Zacharia 3, Kapitel 1 bis 5 steht, Prophet Zacharia 3, 1 bis 5. Hier spricht Zacharia: Und er, der Herr, ließ mich den Hohenpriester Jeschua sehen. Sagt der Hohepriester Jeschua, seid ihr damit einverstanden, wenn der Herr sagt, Hohepriester Jeschua, dann ist er ein Hohepriester. Ist Jeschua ein Hohepriester oder nicht? Seid aufmerksam, was er sagt. Und er, der Herr, ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen. Zacharia Kapitel 3, 1 bis 5. Wie er vom Engel des Herrn stand, der Satan aber stand zu seiner Rechten. Hör zu, da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Im Vers 3 steht, Jeschua aber hatte unreine Kleider an. Hör zu, Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er, der Engel, begann und sprach zu denen, die vor ihm standen. Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg? Kannst du mit mir sagen, der Engel des Herrn hat es gesagt? Es gibt eine Hypothese, dass Jesus hier an dieser Stelle spricht. Denn im Alten Testament, wenn Engel gesagt wird, im großen Teil ist Jesus gemeint. Sag, die unreinen Kleider müssen weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen. Und lasse dir Festkleider anziehen. Hörst du oder nicht? Es gibt unreine und festliche Kleider. Welche haben wir an? Natürlich, hier ist es auch eine geistliche Bedeutung. Wir sind unsere geistlichen Kleider. Es ist möglich, dass ich mich sehr schön bekleide und zu euch hierher komme und mich vorstelle. Und viele können sich sehr anständig und schön anziehen, aber in ihren Herzen können sie schmutzig sein. Deshalb sage ich, das, was hier geredet wird, es soll im Gleichgewicht sein. Der Herr soll uns helfen, damit wir es richtig verstehen. Viele Menschen können sich so anziehen, dass keine einzige Stelle von ihrem Körper sichtbar ist. Aber in ihrem Herzen können sie mit einem Unzuchtsgeist gefangen sein. Es können aber auch Menschen sein, die halbnackt sind, es nicht verstehen und für sie es normal ist, wie sie angezogen sind. Man spricht sie direkt an und sagt, Bruder oder Schwester, es ist nicht richtig, was du machst. Sie fragen, warum? Oh, wirklich? Ich bin schon unterwegs, entweder nach Hause oder zum Einkaufen, um sich neue Kleider zu kaufen, um den Kleiderschrank zu wechseln. Ihr Lieben, wollt ihr, dass Jesus euch anlächelt? Wandelt nach dem Willen von Jesus. Es ist so wertlos, dass 2, 3 weitere Menschen dich angeschaut haben und sich wunderten. Du bist vorbeigegangen, 3 Männer haben gesagt, oh, du schaust gut aus. Ich sage nicht, dass wir nicht gut ausschauen sollen. Zieht euch anständig an und schaut dabei gut aus. Wandelt in der Heiligung. Es soll keine Unzucht von uns kommen. Lasst die Menschen sehen, dass die Christen heilig sind. Es soll nicht über Christen gelästert werden. Die Christen sollen ihre Gedanken mit ihrem heiligen Wort waschen, mit dem Bad des Wortes. Sagt Amen. Jesus wurde Lehrer genannt. Die Bibel nennt Jesus Meister, Gottes Sohn, hoher Priester. Sag mal, hoher Priester. Und welche Kleidung hat Jesus getragen? Interessiert es euch? Ein einfaches oder hatte Jesus etwas Spezielles angezogen? Wer kann diese Frage beantworten? Oh, Halleluja. So schön, dass ihr sagt, einfach. Woher wissen wir es? Von den Bildern? Kann sein, dass die Bilder uns belügen? Ich bin der Künstler und male, was ich will. Welche Farbe, welchen Geschmack ich will, das suche ich mir aus. Leonardo da Vinci hat auch gemalt. Leonardo da Vinci hätte lieber seine Unzuchtsprobleme klären sollen. Er war ein unzüchtiger Mensch. Ich würde nie sein Gemälde zu mir in mein Haus bringen. Niemals. Wer ist er denn, dass er meinen Herrn gemalt hat? Mein Herr ist im Himmel und er ist der Allerschönste. Der Allerschönste Gott ist mein Herr. Jesus war ein Tischler.
Wisst ihr, wer Jesus ist? Herr der Welt. Gott des Universums. Er ist der, der mit seinen Händen erschaffen hat. Der Architekt. Er war ein Tischler, ein Schreiner. Er baute mit Holz. Was denkt ihr, als er mit Holz etwas baute, was hatte er für Kleidung an? Die schweren Kleider, die mehrere Kilo gewogen haben? Ja? Jesus war ein Fischer. Er stieg in das Boot. Welche Kleidung trug er? Sag bequeme. Wirklich bequem. Und hier im Markus-Evangelium spricht der Herr Jesus. 12, 38 bis 40. Markus 12, 38 bis 40. Die Bibel nennt Jesus hoher Priester, Gott, Lehrer. Und hier spricht er über die Lehre und im Vers 38 sagt er, 12, 38 bis 40, und er sagte ihnen in seiner Lehre, Jesus Christus sagte in seiner Lehre zu ihnen, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Vor wem? Vor den Schriftgelehrten. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern, in einer Übersetzung steht, prächtigen, in der anderen strahlenden, die in langen, prächtigen Gewändern einhergehen wollen. Hört doch zu. Die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben. Habt ihr sowas schon mal gesehen oder noch nie? Das sind die Obersten in den Religionen, welche in den Märkten und Plätzen ihr Hallo, Hallo suchen. Bei jedem Schritt Begrüßung, Begrüßung. Das sagt Jesus. Nicht ich. In langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schweres Gericht empfangen. Woanders steht, das haben wir im Markus gelesen, im Matthäus steht, Rabbi, Rabbi. Wer kann übersetzen, was Rabbi, Rabbi heißt? Er sagt, niemand soll sich Rabbi, Rabbi oder Vater nennen. Übersetz mal, was zweimal Rabbi, Rabbi heißt. Übersetz mal. Mein Herr, mein Herr. Woanders sagt er, niemand soll Vater genannt werden. Es gibt einen Vater, der im Himmel ist. Woanders sagt er, Rabbi, Rabbi, Meister, soll keiner genannt werden. Einer ist der Meister, der Christus, Jesus. Er sagt es mit seinem eigenen Mund. Hört ihr es oder nicht? Er sagt, sie halten lange Gebete, sie betrügen die Witwen. Dies und das tut sie. Werdet ihnen nicht gleich. Ich bin prächtig gekleidet und suche deinen Gruß. Bruder, grüße mich. Im Matthäus-Evangelium redet Jesus wieder. Kapitel 23, 27 bis 28. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht. Getünchten Gräbern, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totgebeine und aller Unreinheit sind. Schaut, welche Kleider sie tragen. Sie sind die Priester der damaligen Zeit. Ihr seid gleich den getünchten Gräbern, sagt er. Was denkt ihr, wie Jesus bekleidet war? Sogar in den Filmen, sogar in den Bildern, nein. Einfach. Wie ein Tischler. Vielleicht hat ihm jemand ein Kleid geschenkt. Ein Kleid bis zum Schenkel, wie wir vorhin gelesen hatten, das dem Aaron geboten war. Er war ein Priester. Nicht? Ein einfacher Priester. Der hohe Priester. Der Priester erschaffen hat. Wisst ihr, was über ihn gesagt wurde? Wer er ist, dass er solche Sachen lehrt? Ist er nicht der Sohn von Maria? Sie sagt nicht, oh, der hohe Priester redet.
Als er gegangen ist, dann haben sie verstanden, dass er der Hohepriester war. Der Hohepriester hat selbst gesehen, wie der Vorhang des Tempels von oben bis unten zerrissen ist. Er hat es erkannt, dass er wirklich Gottes Sohn war. Sag mal Amen zu unserem Herrn Jesus, sagt ihr es. Ehre sei dir, Herr. So lesen wir, so erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wonach sagt ihr das, was sie predigen, was sie aus der Heiligen Schrift lesen, dazu sagt Amen. Hört, was sie sagen, aber macht es nicht so, wie sie es tun. Was predigt unsere Kleidung? Was predigt deine Bekleidung? Sei es äußerliche, sei es deine innere Kleidung. Sozusagen die Kleidung deines Herzens. Was ist in ihr? Heiligung oder Unreinheit? Wer weiß es? Aber der Prüfer weiß es. Der Prüfer, der Heilige Geist weiß es, was in unseren Gedanken ist. Bevor wir uns ausdrücken, weiß er, was wir in 3 Monaten sagen werden. Seid vorsichtig. Wisst ihr, was Paulus zum Hohenpriester gesagt hat? Wer erinnert sich? Du getünchte Wand. Es wurde ihm gesagt, schäm dich, Paulus, wie konntest du den Hohenpriester getünchte Wand nennen? Er sagte, oh, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist. Aber er meinte genau das, was Jesus sagte, das getünchte Grab. Das war es. Aber wer erinnert sich jetzt an den Hohenpriester? Und wer erinnert sich jetzt an den heiligen Paulus? Wir alle. Er hatte die ganze Welt auf den Kopf gestellt, im positiven Sinne des Wortes. In der Welt, dass so viel Prozent, leider nur im Namen überhaupt, christlich ist. Dank Paulus, wusstet ihr das? Er war ein paar Jahre in Asien und ganz Asien hatte Gottes Wort gehört. Ganz Asien hat Gottes Wort gehört. Was denkst du, wie war Paulus bekleidet? Der Zeltbauer Paulus, wie war er angezogen? Er war ein Apostel. Apostel des Herrn. Der Herr ist ihm persönlich vom Himmel erschienen. Wie war er angezogen? Hatte er Massen an Kleidung getragen? Ein Kreuz am Hals, das 4 Kilo wog? Und dazu einen 6 Kilo Stab in seiner Hand, damit gerufen wird, da kommt der Apostel Paulus. Er wohnte am Meer, Haare geschnitten, damit ihm niemand Anstoß gäbe, geschlagen, verletzt. 5-mal, 39-mal geschlagener Apostel Paulus. Ich denke sogar, wenn man ihn in den letzten Tagen sehen würde, würde man denken, ist das der Apostel Paulus? Vielleicht war er jung oder hat wie ein Opa ausgeschaut. So oft wurde er geschlagen, sodass alle dachten, dass er tot wäre. Er wurde so liegen gelassen. Dann stand er aber wieder auf und machte weiter. Das ist Christentum! Viele von euch haben sich erschreckt. Erschreckt euch. Halleluja! Wer kennt Johannes den Täufer? Wisst ihr, wer Johannes der Täufer ist? Kennt ihr die richtige Antwort? Der Täufer Johannes ist der Täufer Johannes. Wisst ihr, wen er auch getauft hat? Unseren Herrn Jesus Christus, den hohen Priester. Wisst ihr, was seine Kleidung war? Kamelsfell. Kamelshaare. Ob er Sandalen getragen hat, weiß ich nicht. Es steht geschrieben, und gegessen hat er wilden Honig und Heuschrecken. Könnt ihr euch das vorstellen? Hat er aber dadurch aufgehört, heilig zu sein? Hat er aufgehört, in der Wüste zu rufen, so wie es Jesus Christus selber gesagt hatte, der größte von den Propheten? Hört ihr das? So haben sie ausgeschaut. Aber sie waren die Heiligen. Aber sie waren die Heiligen. Lasst uns zusammen sagen, unser Inneres soll Heiligung predigen. Unser Äußeres soll Heiligung predigen und Christus predigen. Halleluja. Wir sollten ein anständiges Aussehen haben. Deswegen sage ich, liebe Leute, Gemeindemitglieder, achtet auf eure Kleidung. Der Samuel, sagt Samuel,
Samuel war ein Kind, seine Mutter Anna hat ihn in den Tempel abgegeben. Wisst ihr, was Samuel seit seiner Kindheit angezogen hat? Wisst ihr es? Seit seiner Kindheit trug er ein leinendes Gewand. Es ist etwas, was schwer ist und es juckt. Als Diener Gottes. Soll ich euch was sagen? Ich sage nicht, dass ihr leinende Kleider anziehen sollt, aber achtet auf eure Kinder. Achtet auf eure Kinder, was sie im jetzigen Alter anziehen. Damit, wenn sie älter werden, du dich nicht im Kampf mit ihnen befindest. Damit, wenn später ein unmoralischer Geist über dein Kind kommt, du nicht sagst, oh, warum? Seid achtsam, was deine Kleidung predigt. Ihr Lieben, es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt das Persönliche, was nur dir gehört, was dein Persönliches ist. Wisst ihr, jeder hat seine Blöße. Die Bibel sagt, nackt sind alle gekommen und nackt werdet ihr gehen. Aber es gibt einen geeigneten Ort für Nacktheit. Liebe Christen, liebe Diener, liebe nicht dienende Religiöse, die ihr euch Christen nennt. Eine spezielle Frage habe ich an euch. Was predigt deine Kleidung? Was für eine Botschaft bekommt man, wenn man dich anschaut? Was liest man aus deinem Leben, wenn man dich ansieht? Wenn derjenige, der dein Facebook-Foto durchschaut, was wird ihm dadurch gepredigt? Wer bist du? Bist du ein Christ? Bist du ein Nachfolger von Christi? Wer bist du? Kann sein, dass du dich heute innerlich von der Stelle bewegt hast und sagst, wow, mein Herr, ich bin bereit. Es kann aber auch sein, dass du die schwere Tür in mein Gesicht zuknallst, dass du nicht mal weißt, dass es nicht mein Gesicht ist, sondern du hast die Tür vor Gottes Wort verschlossen. Kann sein, dass du sagst, Bruder, deine Worte sind übertrieben. Es ist Sommer. Ich habe Sommer mitgebracht. Geschwister, der Strand ist für dich. Für dich. Und für deine Familie. Und die Fotos sind für euch geeignet. Geht und schaut sie euch an. Schaut ihr sie an, eure Fotos. Seid begeistert mit eurem Körper. Mit eurem gebräunten, keine Ahnung. Aber die anderen sollen es nicht genießen und deswegen in die Sünde fallen. Ich bin Pastor in der Gemeinde. Ich weiß viele Geheimnisse. Zu mir kommen junge Leute, die in die Sünde gefallen sind und fragen, Pastor, was sollen wir tun? Ich frage, was ist passiert, Bruder oder Schwester? Meistens vertrauen sich mir die Männer an. Die Schwestern sollen sich meiner Frau Narini anvertrauen. Sie sagen, wir halten es nicht aus, denn jede ist unbekleidet. Wir fallen oft in die Sünde. Zu mir sprechen Jugendliche. Leute wissen es nicht. Wenn sie das Kleidungsstück auf sich werfen, so wie dieses Tuch, und so weiterleben, dass dadurch der Jugendliche vor ihr in die Sünde fällt. Aber für sie ist es nichts. Ihr Lieben, so soll es nicht sein. Ein Christ soll einen Unterschied machen, sogar mit seinem Blick. Damit, wenn er oder sie irgendwo hingeht, nicht alle denken, wer ist das denn? Oh, kennt ihr die nicht? Die sind Diener Christi. Wie? Von einem Diener Christus soll Heiligung fließen. Jetzt eine andere Sache. Denn dieser Satz ist zu meinen Ohren gekommen. Aber warum? Deine Tochter von dem, die Tochter von denjenigen, die Schwester von dem Diener, die Mutter von der, ziehen doch auch solche Sachen an. Was geht dich das an? Sie sind nicht Jesus, weißt du das? Wer hat uns als Richter über sie gesetzt? Sag Jesus. Schaut, wie sich die Töchter und Söhne von euren Gemeindeleitern anziehen, damit ihr von ihnen lernt. Hat Jesus sowas gesagt? Vergisst jeden. Ihr seid keine Richter. Erinnert euch an keinem. Erinnert euch, was Jesus euch für ein Gebot gegeben hat. Ja, ich höre von dort. Richtet nicht. Richtet nicht.
Aber wieso ist der nicht heilig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kann sein, dass er heilig ist. Kann sein, dass er nicht heilig ist. Niemand hat mich als Richter eingesetzt. Weder ich noch ihr sollt richten. Keiner von uns hat das Recht zu richten. Lasst uns unsere Augen schließen und unseren Herrn schauen. Die Kleidung von Jesus Christus und singen. Deine Kleidung ist so herrlich. So sollen wir es sagen. Es gibt nur eins, wo wir zu schauen brauchen. An die Kleider von Jesus Christus, welche heilig ist. Der Schatten von seinen Kleidern hatte den ganzen Tempel erfüllt, welche seine Herrlichkeit war. Es war die Herrlichkeit, der Saum von seiner Kleidung. So einen Gott haben wir. Wir sind gottesfürchtig und nicht Menschennachfolger. Ja, Gott hat den Gemeinden Hirten, Apostel, Lehrer, Propheten auserwählt. Es gibt natürlich die kirchlichen Gaben, aber wir alle sind Menschen. Unser aller Hirte ist Jesus. Unser aller Apostel ist er. Unser aller hoher Priester ist er. Das ist einfach für deinen Dienst. Damit jeder Mensch seiner Berufung nachkommt, Jesus hat Petrus gebeten und auch geboten und gesagt, wirst du meine Schafe weiden? Er hat ihn als Hirten bestimmt. Das heißt, man braucht einen Hirten, damit er weidet. Er hat für Jerusalem geweint und gesagt, sie sind zerstreut wie Schafe ohne einen Hirten. Sie sind zerstreut. Hört ihr das? Deshalb sind Hirten so notwendig. An einer Stelle sagt Gott, meine Hirten, so als ob er weinen würde, meine Hirten sind unrein geworden. Meine Priester. In Esra oder Nehemia steht geschrieben, dass die Menschen die Priester so sehr entehrt haben, dass sie sogar den Tempel verlassen und arbeiten gegangen sind. Wusstet ihr das? Sie haben den Tempel verlassen und sind arbeiten gegangen. Leute, ich möchte, dass ihr es ernst nehmt. Das war eine Predigt, die euch wachgerüttelt hat. Seid ihr damit einverstanden oder nicht? Kann sein, dass von einigen von euch das Herz erkaltet ist. Aber richtet die anderen nicht. Geht nicht raus und redet. Denn der Herr hat bereits geredet. Aber ihr Eltern, wenn ihr wisst, dass ihr über eure Kinder die Macht habt, dann seid achtsam, sogar von Kindheit an, damit eure Kinder gottesfürchtig aufwachsen. Erklärt es ihnen. Ihr könnt meinen ältesten Sohn David fragen. Zu Hause kann vieles passieren. Er ist sehr aufmerksam. Ich komme aus dem Badezimmer raus, angezogen, aber David dreht sich sofort weg. Papa! Ich will deine Blöße niemals sehen, denn Gott hat es so geboten. Ihr könnt ihn fragen, ich übertreibe nicht. Weil er aus diesem Buch gesehen und gelernt hat. Und das ist unser Wegweiser, Jesus ist unser Leuchtturm. Also ihr Lieben, es gilt für alle, Kind und für die Älteren. Was predigt deine Kleidung, Heiligung oder Unreinheit? Predigt deine Kleidung Jesus oder die weltliche Mode? Oder dass du unheilig bist. Seid bescheiden, anständig. Es ist so kurz und vorübergehend. Dieser Körper wird alt, wird letztlich nackt, wird vergammeln und wird unter die Erde gehen. Aber der Geist, der durch diesen Körper unrein geworden ist, wird in die Hölle gehen. Also schmückt eure Seelen mit Anstand, mit Bescheidenheit. Und wir können diesen Anstand, diese Bescheidenheit, diese Salbung Christus nennen. Es steht geschrieben, zieht den Christus an. Wusstet ihr es? Christus soll unsere Kleidung sein. Unsere Kleidung soll Christus predigen und unsere Kleidung soll Christus heißen. Halleluja. Unsere Augen sollen freundlich sein und sie sollen etwas Gutes zeigen. Sie sollen nicht hartherzig sein, ehebrecherisch sein. Nicht das Hab unseres Nächsten begehren, sondern unsere Augen sollen Heiligkeit predigen, sodass, wenn einer deine Augen anschaut, sagt, ich kann nicht lange in deine Augen schauen. Früher hatte ich einen Freund, mit dem ich ein unzüchtiges Leben gelebt hatte. Sogar Drogen, alles Mögliche haben wir gemeinsam gemacht. Aber später, genau mit demselben Freund war ich einmal essen. In einem Restaurant oder Café, ich weiß nicht mehr genau. Da, wo wir früher nur mit Fluchen miteinander geredet hatten. Jetzt saß er mir gegenüber und wollte irgendetwas fluchen, aber er konnte nicht. Er sagte, ich kann in deiner Gegenwart nicht fluchen. Ehre sei Jesus. Es ist mir auch passiert.
dass bei mir jemand geflucht hatte. Ich sagte zu demjenigen, fluche nicht bei mir. Als ich Soldat war und der General vor mir stand, sagte er zu mir, bitte geh hier kurz raus, ich möchte in Ruhe fluchen können. Ich scherze nicht. Ich kann sogar seinen Namen nennen. Harutsion Minasyan. Ich weiß es noch, wie er sagte, bitte geh raus, ich möchte jetzt in Ruhe fluchen. Danach werde ich es dir beichten. Das hatte er als Spaß gesagt. Es gibt alte Freunde von mir, die gewettet haben miteinander, dass ich mal fluchen werde. Viele haben es erlebt, dass ich wiedergeborener Christ geworden bin. Als sie mich dann nach ein paar Monaten wieder getroffen haben, sagten sie zu mir, sicher ist diese Begeisterung wieder weg, oder? Du machst keine dummen Sachen mehr bestimmt, oder? Sie meinten, dass ich meinen Glauben eine dumme Sache wäre. Was redest du? Ich bin jetzt ein Diener geworden. Derselbe Satan, der durch ihren Mund redete, du beschäftigst dich nicht mehr mit dem unsinnigen Sachen. Das waren unseriöse Dinge. Wisst ihr, was sie zu mir sagten? Bruder, gut gemacht. Man denkt, wie hat sich dieser Mensch verändert? Derjenige, der mich spottete, der zu mir sagte, das machst du gut. Was soll ich sagen? Wenn du den Satan gute Ohrfeigen gibst, wird Satan zu dir sagen, du hast es gut gemacht, ich bin besiegt. Oder? Wer erinnert sich an meinen Blick vom letzten Mal? Wo ist er? Hier. Halleluja. Lass uns aufstehen. Dieser Schmerz, der beschrieben worden ist, wisst ihr? Als Priester und Diener in Gottes Haus. Ihr denkt, bist du denn ein Priester, Bruder? Ich habe kein Priestergewand an. Und was sagt mein Herz? Bin ich mit einem anderen Ziel nach Libanon gekommen? Ich bin für den Priesterdienst gekommen. Halleluja. Ihr Lieben, der Prophet hat gesehen, dass alle Priester aus dem Tempel gegangen sind, um zu arbeiten. Denn in der Kirche, im Tempel gibt es keine Finanzen. Wisst ihr denn, wie viel Arbeit es in der Kirche gibt? Viel. Aber die Diener sind wenige. Christus war ein Diener bis zum Tod. Ein Diener, der bis zum Tod gegangen war. Diener sollten auch bis zum Tod gehen. Ich weiß nicht, kann ich auf dieser Hand, Entschuldigung, auf beiden Händen, Diener bis zum Tode gehen zählen? Die bereit sind zu sterben für Jesus Christus? Gibt es solche Menschen? Gibt es sie? Wenn es in den verkehrten Religionen solche gibt, die sich umbringen, gibt es denn in unserem Christentum welche, die bereit wären, für Jesus Christus zu sterben? Oder gibt es nur solche, die um Christus willen andere Sachen machen? Seid ihr gesegnet durch die heutige Predigt? Können wir gemeinsam beten und die Erde und den Himmel bewegen? Lasst uns beten, damit wir sowohl innerlich als auch äußerlich geheiligt sind. Sowohl unsere innere als auch unsere äußerliche Kleidung. Damit Menschen, wenn sie dich sehen, sagen, Bruder oder Schwester, du bist anders. Was hast du Besonderes? Wer bist du? Dass wenn man deine Facebook-Seite sieht, dass man sogar dadurch umkehrt. Schaut her, ich werde das Geheimnis öffnen. Die Heilige Schrift, die Bibel war für die Priester, oder? Wisst ihr, dass im Neuen Testament geschrieben steht, dass ihr alle Priester seid? Christus ist der Priester und alle, die in Christus sind, wir sind ein Körper in Christus. So sind wir alle Priester. Zu allen sagte er, königliches Priestertum, ein auserwähltes Geschlecht. Er sagt das über euch. Von mir angefangen bis zum kleinsten Kind. Priesterlich. Deshalb gebührt es uns, damit wir wie wahre Priester leben, wie unser hoher Priester Jesus Christus gelebt hat und wir alle sagen, Amen. Lasst uns unsere Hände hochheben und sagen, mein Vater Gott, ich kehre um. Ich entschuldige mich für meine Kleidung. Meine Kleidung predigte dich nicht. Aber ab jetzt wird sie es tun. Ich werde mich ändern, innerlich und äußerlich. Jesus, was du willst, das werde ich tun. Ehre sei dir, Herr. Ich glaube, dass du in diese Welt gekommen bist, gestorben bist für meine Sünden, um meine Nacktheit zu verdecken, um mir geheiligte Kleidung zu geben. Herr, mein Gott, ich danke dir.
im Namen von Jesus Christus. Du hast deinen Heiligen Geist gesandt, welcher in mir lebt, sodass ich jetzt der Tempel des Heiligen Geistes bin. Dadurch, dass ich der Tempel des Heiligen Geistes bin, wird meine Kleidung Heiligung predigen. Verzeih mir, Herr. Reinige und heilige mich. Hilf mir, damit ich dir ähnlich werde, mit geheiligter Kleidung, sowohl innerlich als auch äußerlich, in dem herrlichen Namen von Jesus Christus. Es sollen alle Flüche, die über euch gekommen sind, wegen der unheiligen Kleidung, wegen Verführung und Anstoß, alle diese Flüche sollen zerstört werden. Über euch ist ein Unzuchtsgeist gekommen, der eure Familien zerstört. Dieser Geist soll weichen im Namen von Jesus Christus. Ich proklamiere Heiligungskleider in dieser Gemeinde, in den Leben von unseren Zuschauern. Heiligung im Heiligtum. Ende der Unreinheit im mächtigen Namen von Jesus. Ehre sei dir, du bist würdig. And